So. Xenia, Schatzi, schau mal, ich hab da was. Na du? Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Mit der guten Cassandra. Und da oben müssen wir hin an, oder auf die Festung, besser gesagt. Kleines Problem gibt's allerdings, während wir hier auf der Statue von Poseidon stehen. Die Festung befindet sich hier in einem Gebiet für Level 42 bis 46. Wir sind gerade mal Level 30. Die empfohlene Stufe wird 43. Wir versuchen es jetzt trotzdem einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Vielleicht kommen wir da doch irgendwie bei. So, da unten ist der Haufen. Dann laufen wir mal hoch. Eroberungsschlacht verfügbar. Das ist aber schön. So. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht mit viel Dusel den Kollegen da befreien können. Ohne dass die was von uns mitkriegen. Im Umkehrschluss dazu sollten wir also die Mission abschließen können, obwohl wir noch gar nicht den Level dazu haben. Ich hoffe, das funktioniert. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir machen jetzt mal ein bisschen Free Climbing und dann werden wir es schon sehen. Ich hätte, wie gesagt, gerne diese Missionenfolge von der guten Xenia erledigt. Was ist denn jetzt hier mit ihr? So. Bevor wir das jetzt wieder unterbrechen und was Neues starten. Das ist alles nicht so einfach. Manchmal hätte ich gern so ein Sonnenbonbon wie bei Pokémon, ehrlich. Kein gutes Gefühl dabei. Ah, ich auch nicht, aber ich habe mir gedacht, hey, ich probier's mal. Hallo, du da drüben. Oh, fuck. Oh, that's pretty awesome. Oh, I like it. Ja. Ich sehe nur Totenköpfe überall, hier und dort und dort und da. Prima. Ich wüsste, wo der ist. Alter Schwede, der braucht mich nur einmal mit dem Bogen treffen. Ey, dann ist vorbei. Guck dir das ja an, oben an. Oh, da ist ein Schatz. Okay, ich hau ab. Ja, es lief schief. Ich habe gedacht, ich kann da einfach mal so hier, mir nichts, hier nichts. Oh. Und weg. Tschüss. Oh Mann, ey. Das ist ja mal mega schief gelaufen. Ist hier irgendwas? Wenn ich schon mal da bin. Also, gehen jetzt hier nochmal raus. Schauen uns mal von der anderen Seite ein bisschen um. Es muss ja eine Möglichkeit geben, hoppala, diesen Anaximander zu finden. Ja, also wenn wir den haben, dann können wir ihn ja vielleicht befreien, da oben. Hm. Erkundungsgebiet, ja.
Oh Mann, ey, das ist schon eine ordentliche Festung hier. Ja, das ist ja schön, dass der da ist. Strabo und der Sonnenjäger. Ja. Aber irgendwo muss doch der Typ sein. Oder verweigert mir das Spiel hier mit den zu finden. Solange ich nicht das nötige Level habe. Normalerweise müsste doch mein Adler den ausfindig machen können. Ist nichts. Da ist ein geheimer Zugang, okay. Also. Wo könnte der versteckt sein? Eigentlich doch nur hier. Aber da ist er nicht. Das ist ja echt doof. Da vielleicht. Er zeigt aber auch, weiß Gott, nichts weiter an. Ich könnte ihn befreien, wenn er mal da ist. Ah ne, das heißt nur, dass ich da stehe wahrscheinlich, ja? Oder? Würde ich mal behaupten, dass das meiner einer wäre. Ja, das gibt's doch nicht. Glaub nicht, dass der hier vorne irgendwie ist. Aus der Festung befreien. Hier ist die Festung, aber hier ist nirgendwo. Nirgendwo das Besatzungsmitglied. Ist ja echt doof. Naja, dann gehen wir mal weiter hoch. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht will mir das Spiel auch wieder einen Bären aufbinden. Hier muss doch irgendwo muss der doch dann sein. Ja, das Vieh überlebt das natürlich. Wenn die mich sehen, bin ich so gut wie tot. Dann bist du tot. Schau mal. Guck, da passiert nichts. Ja, hier wurde eiskalt aufgespießt. Er auch. Der Adler hat den Hirsch erlegt. Erkunde die Festung. Tja. Heißt, wir müssen da wohl irgendwie rein. Mal schauen, ob wir den hier irgendwie, wenn wir da dranhängen. Mal abwarten, der jetzt wieder kommt. Oh. Oh. Ja, hoffentlich bleibt er da stehen. Nicht, dass der mich jetzt da sieht. Das gibt's nicht. Du musst doch hier irgendwo. Wieso kann ich den nicht mit dem Adler ausfindig machen? Hier ist eine Höhle. Höhle, schön und gut. Nur wo geht die Höhle hin? Ist hier irgendwo noch ein Eingang? Ein Brunnen? Irgendwas? Hier drin vielleicht. Anna kommt auch nicht wieder. Na, dann schauen wir uns halt immer um.
da kommt ein Dicker. Kommt der her? Er kommt her. Fuck, 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 fuck. Oh, ich häng. So. Sulamakim. Mal gucken, ob er mich hier hängen sieht oder ob er mich nicht hängen sieht. Wenn ja, dann machen wir was anderes, weil dann hat das einfach keinen Sinn, weil ich die Festung erkunden muss und den so nicht finde. Kann er hier schlecht rumrennen, ohne zu sterben. Oh ja, yeah, that's pretty awesome. I like it. I like it. Okay. Bin schon weg. Ah, hab's mir fast gedacht. Wobei, wir könnten ja einfach mal hier den Geheimgang nutzen. Da wollte ich nochmal reingucken. Jetzt sind sie mich abgelenkt und wollen alle hierher. Dann schauen wir doch mal, was ich hier unten finde. Hui. Vielleicht ist er ja auch hier zu finden. Dass er unter der Festung gefangen gehalten wird. Wer weiß, wer weiß. Na? Ist das dein Ernst? Na, also bitte. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Denn drin. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Na komm. Oh, das ist nicht gut. Ah ja, das ist sehr schön. Dann können wir hier einfach den Brand stecken, hier ein bisschen für Ablenkung sorgen. Kommt er jetzt? Also wirklich jucken tut ihr das ja auch nicht, ne? Habe ich nicht so das Gefühl, dass sie das interessiert. Ah, den könnte ich jetzt töten, aber ich glaube, das wäre mir nicht möglich. Der ist vom Level zu hoch. Scheiße. Was läuft der ausgerechnet daher, der Sack?
Glaub's nicht. Na, deine Vorräte haben gebrannt, Junge. Was sagst du denn dazu? Ja, die kommen doch alle her. Ah. Bin unsichtbar. Ihr seht mich nicht. Oh, das wollte ich nicht, verdammt. Oh, fuck. Okay, wir laufen mal hier ein bisschen. Grüß dich. Jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Warum läuft die so langsam? Wahrscheinlich werde ich eh gleich von irgendeinem Pfeil getroffen. So, danke. Ich frage mich wirklich, wo der Knaller sein soll. Ich kann ihn aus der Festung befreien. Ja, aber wo soll er denn versteckt sein? Wir waren jetzt da hinten. Jetzt haben wir alles durch. Wir waren hier noch nicht drin. Vielleicht ist er da drin. Ansonsten keine Ahnung, ey. Na, Dickerchen? So, jetzt sind wir hier dran, aber hier ist auch nicht so wirklich was. Servus, tschüss. Ich suche immer noch meinen Kollegen hier. Ist aber nirgendwo einer. Ah, Kacke. Sollten wir ein bisschen aufpassen. Oh, oh. Ich finde hier aber weiß Gott keinen. Muss doch hier irgendwo stecken, hey. Nirgends aufzufinden. Da oben drin. Nix gesehen. Kein Problem. Ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Yeah.
Keine Ahnung. Mal darüber. Hier ist nichts. Tja. Ich glaube, wir müssen uns doch eine andere Mission machen, weil ich finde hier einfach nichts. Das muss die Truhe sein, die ich haben will. Ach, die Truhe wollte. Mehr nicht. Na, dann hauen wir jetzt ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin nochmal weg. Hui. Zeig doch, die überlebt alles, die Alte. Geil. Das war gar kein Typ, das war eine Droh. Ich habe da nicht aufgepasst gehabt in der letzten Zwischensequenz. Ich dachte, wir sollen, weil da Besatzungsmitglied stand. Naja. Wegen mir. So, da machen wir schnell Reise. Dann passt das ja. Wo müssen wir denn hin? Da, wo ist sie denn? Da müssen wir hin. Mensch, haben wir es ja doch geschafft. Haben sie sich ganz schön blöd angestellt. Dafür, dass die eigentlich einige Level über uns waren. Teilweise 10 bis 15, schätze ich mal. Na, besser geht's ja gar nicht. So, jetzt, wenn der Ladebildschirm schnell weg wäre, dann schauen wir uns mal die Liebelei an. Ich hoffe, die hat jetzt da nichts mehr für uns und ist dann mit uns zufrieden. Vielleicht haben wir auch Glück und es gibt jetzt ordentlich Erfahrungspunkte, dass man gleich einen Levelaufstieg haben. Dann können wir in der Story weitermachen. Bei Level 31 gab es, glaube ich, die nächste Quest. Na komm. Nicht schlapp machen hier auf der Zielgeraden. Jawohl. So. Xenia, Schatzi, schau mal, ich hab da was. Na du? Du hast meine Truhe. Ich danke dir. Aber der Verlust meiner Leute schmerzt mich. Kaum etwas ist wertvoller als die Menschen, denen man vertrauen kann. Niemand hat nur eine Seite, mein Westwind. Stimmt. Ja, ich habe auch noch einen Ostwind. Deine Zunge und deine Hände werden noch gebraucht. Dein Talent ist gefragt. Ja? Da kann ich aushelfen. Wunderbar. Legen wir meine Privatsammlung frei. Die Privatsammlung? Mhm. Och. Ah, sie schaut doch gleich viel entspannter aus. Der unschätzbare Schatz. Oh, super, gab genauso viel EP. Aber wir haben trotzdem einen Levelaufstieg. Ah ja, gut. Ein Piratenleben für mich. Trophäe erhalten. Das ist aber schön. Oh, Gravur. 15% kritischer Schaden. Die ist gut. Schauen wir gleich mal in die Fähigkeiten. Ah, was haben wir denn? So, hier haben wir Ares Schlachtruf. Während dieser Zeit sind alle gegnerischen Angriffe nicht tödlich. Oh, das hat natürlich ordentlich was. Ja, bin ich nicht so Freund von Heldenschlag. Okay. Flammender Angriff. Finde ich eigentlich ganz gut. Den tun wir jetzt beherrschen. Fähigkeit zuweisen.
Spartiadentritt. Das Aufladen würde ich schon behalten. Das Blitzdingens glaube ich auch. Ich würde tatsächlich Gift und Feuer. Wobei Brennen ist ja eigentlich besser wie Gift, ne? Nur mal Gift weg und machen Feuer hin. Schauen uns das mal an bei den nächsten Kämpfen, wie das so wird. Ansonsten können wir das ja wieder wechseln. So, Inventar. Das ist zwar schön und gut, aber das ist alles noch sehr weit über meinem Niveau. Von daher werden wir da jetzt nichts anderes anlegen können. Sehr schön. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da sind. So, Söldner gibt es neue. Das schauen wir uns mal kurz an. Was haben wir da? Halt. Schiff könnte man eigentlich auch mal wieder verbessern. Rang 8 Schmiede. Was? Schmiede reduzieren ihre Preise um 50%. Aha. Uns ist ja vielleicht doch die alle mal ein bisschen hier zu dezimieren. Was bringt es mir bei ihm hier? Erwirb dir die wirtschaftlichen Boni höhere Ränge, indem du höherrangige Söldner eliminierst. Ja. Bin doch schon Rang 7. Okay. Rang 6 ist noch gesperrt. Dann könnte ich die aber eliminieren, dann wären wir Rang 6. Wie schaut es mit Rang 5 aus? Ah, hier die zwei vielleicht. Rang 4 ist noch nicht so. Rang 1. Oh, der schaut böse aus. So. Gucken, ob sie noch was zu sagen hat, die Gute. Hallöchen. Cassandra, dank dir erscheint mir dieser Tag heiß und schwül. Ich weiß, ich kann den Westwind nicht besitzen, aber es freut mich, dass ich ihn für kurze Zeit zähmen konnte. Ja. Vielleicht war es auch nur der Ostwind. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, ob meine Hauptquests weiterkommen. Stay tuned und bis bald.